Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zum FIFA 21 Karrieremodus mit den Hamburger Sportverein. Heute gegen VfL Bochum, die, glaube ich, das Schlusslicht der Tabelle bilden. Was wiederum, Entschuldigung, bedeutet, dass das ein Pflichtsieg ist normalerweise. Sie sind ja mit uns aufgestiegen, waren letztes Jahr Tabellendritter in der zweiten Liga. Das heißt, sie haben die Relegation gegen einen Erstligisten gewonnen und sich somit diesen Platz auch verdient. Das heißt wiederum, yeah, extrem heiße Kartoffel. Oh, huch. Das heißt wiederum, wir müssen gewinnen halt einfach, ne? So ist es halt einfach. Was zum Teufel, Alter. Jo, schieß ihn doch einfach an, den Kind-Zombie. Ha, sehr gut. Ich verstehe dieses Spiel nicht mal wirklich. Aber gut, scheint zu funktionieren. Sichere Pässe. Wow, way, was zum Teufel. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Oh nein. Ah, okay, so lange wie es geht halt einfach, ne? Wahrscheinlich. Zack und... Zack und zack und zack und zack und zack und... Ja, krass. Ja, Mai, dankeschön. Gehen wir doch einfach rein. Gut, die Bundesliga-Musik ertönt. Nicht so wie im letzten Spiel. Ich denke, Bochum ist auch sehr froh, in der Liga zu spielen, so wie Hamburg jetzt auch. Und wir begrüßen diese Mannschaften herzlich, kräftig, bla bla bla, in der Arena in Bochum da. Und gehen direkt zum Anstoß. Woo! Ich finde diese Kamera tatsächlich echt gut, Mann. Weiß nicht, ob sich das automatisch umgestellt hat. Das könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, wenn das nicht schon davor geschehen ist. Denn das ist ja schon seit 3 Spielen so. Chipsa! Okay, ich merke schon, Bochum hat hier einiges vor heute. Schön, Robin Hack hat den Ball. Zack, rack, zack. Romario. Der gute Junge. Winzheimer ballert den Ball einfach mal komplett weg. Ah, Riemann, der rettet den, statt ihn einfach ins Auszulassen. Somit haben wir einen Einwurf in einer wunderbaren Position, die Dings nicht gut nutzt. Da ist Romario. Komm, dribbel ein bisschen. Romario. Einfach mal ein bisschen Zackung. Ah, schade. Jatta, da ist Bakary. Jatta, da ist der gute Kind-Zombie, der jetzt in den letzten beiden Spielen schon relativ gut reingehauen hat. Schön, da ist. Und da ist. Und da ist. Und da ist Winzheimer mit dem Trickpass, der nicht funktioniert hat. Er hat versagt. Okay, kein Problem. Und jetzt Bochum mit dem Konter. Die wollen jetzt natürlich komplett auf Konter spielen. Danny Blum. Sage ich und werde wahrscheinlich gleich spielerisch pulverisiert, weil Bochum auf einmal da was richtig Geiles Offensives raushaut. Ich merke schon, dass Bochum hier nicht so einfach zu schlagen ist. Alter, mein Diamera einfach. Der ist einfach weggedingst. So, Blum. Gewinnt heute keinen Blumentopf gegen die Abwehr hoffentlich. Schön, Diamera. Schön, Diamera. Was für eine Rettungstat. Da außen, da unten steht Duziak. Der läuft da ein bisschen in die Mitte hoch. Er will sich hier einen Freiraum schaffen, damit er den rüberspielen kann. Da ist Romario. Da ist Kind-Zombie. Und da ist Hack und der ist drinne. Kein Abseits. Der gute Robin trifft auch mal wieder. Im letzten Spiel Jatta, jetzt der gute Hack. Guckt euch das an, wie schön das rausgespielt ist. Ich habe gedacht, krass Abseits. Aber gut, in dem Moment hat er denn doch lieber die Fahne unten gelassen. Der gute Linienrichter. Und Robin Hack schließt perfekt ab. Drin ist das Ding. 1:0 für uns und das gehört sich auch jetzt so. So, Mills Silver, Chipsa. Chipsa klingt so, als wenn er den Ball immer so chip, chip, ein bisschen lupft immer. Jedes Mal. Wer ist dieser Silver? Wie heißt der mit Vornamen? Melinda Silver? Kenne ich nicht den Namen gerade, deswegen frage ich euch, liebe Zuschauer. Silver. Silver, da ist Bonga Bonga.
Bockhorn. Tipsa. Komm schon. Chori oder so. Wie auch immer der heißen mag. Aber nee, mach doch nicht so einen Ball daraus. Schön. Schön verteidigt. Danke. Jatta. Weg damit. Oh mein Gott, mein Fuß, der hat hier schon Komplexe. Zack. Na gut, er will ja nicht. Der gute Winsheimer hat ja keinen Bock auf Tore schießen oder so. Deswegen, ach Romario, was für ein lascher Pass das doch war. Philippe, und dann ist das alles for free. Das war kein Elfer. Ey, wo war das denn ein Elfer? Okay, so sah das jetzt komplett anders aus. Hä, aber jetzt mal ohne Witz. Mitte? Halt ihn doch. Ich habe gerade gedacht, der lässt ihn aber rein. Krass. Muss ihn nochmal zur Seite drücken. Dachte, das war selbstverständlich, dass der den dann nimmt. Na gut, dann raus damit. Da ist der Robin Hack. Der Hackattack. So, was geht da ab? Ach komm, das war auch absolut gar nicht so geplant, diese Dings. Mann, Mann, Mann. Was auch immer hier immer passieren muss, so. Schlechter Ball. Philippe braucht nur den Fuß dahin strecken. Mensch. Ja, es ist ein Pflichtsieg. Ja, vom Papier her ist es auch ein Pflichtsieg. Ist so. Oh Mann. Schön. Weg damit. Danke. Aber die machen Druck ohne Ende. Ich kann nichts machen, wenn, vor allem wenn die Bälle auch nicht ankommen denn bei uns, ne? Wo sie ankommen sollen. So. Jo, weg damit. Jawohl. Take me higher, ey. Da, Kin Zombie. Da ist Duziak. Der spielt den Ball schön hoch. Da ist der... Wieso spielen die Bälle so komisch? Mann, Mann, Mann. Ich fordere klare Aktionen, die ich auch drücke, bitte. Und so wollen die doch nur Bochum wieder hier zum Dings führen, Alter, dass die zum Ausgleich kommen. Das ist für mich völlig unverständlich hier. Keine Ahnung, warum die das machen. Ich wusste es so. Och, Mensch. So unnötig, ehrlich. So schlecht verteidigt. Sau scheiße einfach. Krass. So, es ist auch so, die können da nicht ordentlich reingehen irgendwie. Keine Ahnung, das nervt mich. So steht es jetzt völlig zu Recht 1:1, einfach weil das schon gewollt ist hier. Komm, Hack. Nein, doch nicht so. Ja, doch, so und drin das Ding. Was zum Teufel ist das für ein Ausgleich? Ey, 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 ey. Da freut sich der Romario, der hier Tore am Fließband schießt. So wie Thomas Müller hier in der Saison. Gut drauf, der Junge. Mann, 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 Mann. Da setzt sich der Hack irgendwie durch und dann perfekt abgeschlossen. Ist einfach so. Guter Pass da nochmal auf Romario, der da einfach frei steht und den nur noch reinschieben braucht. Eieieiei. Was für ein komisches Spiel schon wieder. So. Was für ein lustiger Part. Guck mal, wie. Bochum, ich fühle komplett mit euch. Ich sehe, wie sich Dings Silva auf einmal bewegt hat hier. Ich kenne das. Schade. Bockhorn lässt sich nicht ins Boxhorn jagen. Ach Mensch, da ist Winsheimer. Ja, lauf doch noch beschissener in den Gegner rein, ey. Schön, nein, und Winsheimer, oh nein. Wunderbar, da ist Masovic. Masovic läuft, hat bis jetzt keine Anspielstation, sie versuchen es mit ein bisschen Ballbesitz. Da ist Silva. Chipsa, dass der ankommen muss da, hier, ey, zack. Chori oder Cory oder wie auch immer er heißen mag. Kin Zombie. Halbzeit. Ich dachte, das war ein Foul, Mann. Das kann doch nicht sein.
Ja, ich weiß, man hört es am dreimal pfeifen, aber bei mir kommt der Sound halt ein wenig später an, weil ich keinen Bock habe, mein Mikrofon aus der Soundkarte zu stöpseln. Was war das denn für ein auf der Stelle treten? Es sah schon merkwürdig aus. So, wunderbar. Anstoß. Kind Zombie. Leute, ich verlange einfach nur Kontrolle bei dem, was man macht. Wenn ich R1 und Dreieck drücke, möchte ich auch einen hohen Ball bekommen. Einen hohen, so einen, ja? Und nicht einen flachen, wie das in Halbzeit 1 der Stand der Dinge war. Tim Leibold. Schön, da ist Kind Zombie. Komm, Kind Zombie. Schön, da ist Romario, da ist Giamira. Schön, hier ist, guck mal, wie Bochum hier darauf lauert, dass ich einen Fehler mache. Bam. Da ist Kind Zombie, der läuft da jetzt einfach durch. Schade, oh mein Gott, schade. Bella Kotschap. Chipsa. Chori oder Cory oder Chori oder wie auch immer er heißen mag. Sagt mir gerne, wie man das ausspricht, damit das nie wieder passiert, dass ich es falsch ausspreche. Da ist Chipsa. Schön Duziak. Ach komm, Alter, der Zweikampf ist gewonnen einfach. Und dann verliert man immer den Ball, weil der dann den natürlich so gewinnt, dass der da keine Kontrolle darüber hat, wie er den da gewinnt. Unfassbar. Blum. Macht da irgendwelche Tricks über außen, aber Giamira lässt sich nicht lumpen. Und Chori raus und wer auch immer rein. Giamira hat den Ball. Da ist Bakariata. So, machen wir so und dann schicken wir den Yatta Dapadu. Er will den lieber nicht. Na gut, dann in die Mitte und dann rein damit. Das war ja wohl ein easy Tor. Wunderschöne Vorlage von Yatta und Vince Heimer. Mach das Tor einfach. Komm, mach doch mal irgendwas. Jawohl. Ach komm, sehr schön. Yatta wollte den erst nicht mitnehmen, aber der Pass kam perfekt und Winzheimer schließt den auch perfekt ab. Einfach mal da so reingeflutscht. Kein Vorwurf an dem Torwart, aber das ist ein Kampfsieg hoffentlich am Ende des Spiels, weil eieiei. Bella Kotschap. Chipsa. Chipsa. Und jetzt ist Romario da. Und dann macht Romario es einfach rotzfrech. Rotzfrech mit einem Mini-Lupfer über den Torwart. Oder an dem Torwart vorbei. Da ist das Tor. Als ob dieser Romario kein Stürmer wäre. Krass. Nein, war hinter der Linie. Auch wenn er den da noch versucht hat, echt gut rauszufischen. Ist der schon drin? Guck mal, da musst du doch nicht ab da zählen, weil der hat den Fuß doch nicht direkt dann daran angekriegt. Ja, sag ich doch. Der ist ja wohl drin. Bam. Ihr könnt ruhig die Szene. Ich will das Tor mal sehen, was der da gemacht hat. Mensch, das war unfassbar. So, Jung rein. Kind Zombie raus. Sehr gut. Silva. Chipsa. Nach deinem Fehler, Chipsa, liegt deine Mannschaft nun noch weiter hinten. Ich hoffe, du arbeitest hart an diesen Fehlern. Nein, das kann natürlich passieren. Das kann natürlich passieren. Ach, scheiße. Oh, ich habe gerade schon gesehen, wo der Spieler ist und gegen Masovic wurde der Ball nicht gewonnen. Da ist Chipsa. Der ist jetzt unsicher, der Junge. Da ist Silva. Wo ist Senos? Oh, schön, Jung. Wunderbar. Und wuh. Und wuh. Und wuh. Endlich mal ein wunderschönes Konterspielchen hier. Einfach. Oh mein Gott. Pfeffert er den Ball aus dem Stadion. Gefühlt. Krass. Oh Mann, ey. Der hätte drin sein müssen, aber Gott sei Dank sind wir ja. Oh, wunderbar, da ist Vince Heimer, der macht den Ball rein und es steht 5:1, verdammt. Eieieiei, Bochum, jetzt lasst ihr aber auch da echt defensiv richtig nach. Puh. Unfassbar.
zack, Romario da, boom, schön alles frei und dann macht Winzheimer den da auch einfach rein. Mann, 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 dann lassen wir Romario nochmal feiern von unseren Fans, wechseln ihn aus und lassen Kittel für ihn spielen. Bam. Unfassbar krass. Silva auf Chipsa. Chipsa. Silva. Raus zu Philippe, raus. Aber Gideon Jung. Gideon Jung, sag ich schon. Der gute Jung. Macht das gut. Macht seine Sache blendend. Schön. Da ist der Ball. Da ist Kittel. Der hätte gut und gerne mal Dings anspielen können, aber die waren im Abseits beide. Ich habe R1 und Kreis R1 und X gedrückt. Guckt euch an, was der da gemacht hat. Mann, Mann, Mann. Die machen auch manchmal Sachen, das ist unfassbar, ehrlich. Bockhorn. Ist natürlich gerade dann schade, wenn man nicht vorne liegt. Wenn sie da so eine Sachen machen. Da ist Winzheimer. Gut, der tanzt da ein bisschen rum. Schön, Gideon Jung. Schön, Jung, meine ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt Gideon ist. Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall der Jung. Jetzt wird hier auch noch getrickst, oder was? Gibt's doch nicht. Da hatte Jung wohl mal richtig Bock. Weiland. Da ist Jung, der fängt den Ball ab. Der hat Zeit, der hat sogar genug Zeit, den Ball ordentlich zu passen. Da ist Sonny Kittel, der spielt den Ball nach außen. Da ist Jatta. Da ist Jatta mit dem Pass auf Winzheimer. Da ist Kittel, sehr schön. Und da ist die Lücke. Und da ist Duziak, der den Ball nicht reinmacht. Eieieiei. Sehr schade, da war die Lücke groß. Und die hätte Dings ruhig reinmachen können. Diese Situation. Jung mit der Flanke. Und er geht ins Aus. 5:1. Wir wollen es da natürlich auch nicht übertreiben. Was? Ecke? Okay, einmal weit hinten. Da ist jemand. Schade. Und da ist Sonny Kittel. Heieieiei. Schade, schade. Ach Mensch. So ein Fernschusstor wäre doch mal was wert. So, Riemann. Ballert den Ball raus. Da ist. Ja, der Ball zu Kittel. Kittel. Leibold. Tim Leibold. Dann Duziak. Schön raus auf Hack. Dann Hack. Schön raus auf Leibold. Der nimmt den mit. Der nimmt ihn mit, der Jatababadu, schade, mit einem Fallrückzieher, Kartoffelsack, Fallschuss in der Luft oder sowas. War schon heftig. Okay, da ist Duziak außen hier. Ganvula, in der letzten Saison noch ein Killer vor dem Tor, der Ganvula. Der hat uns da, was jetzt? Freistoß? Was zum Teufel? Direkter Freistoß von Chipsa, aber gut. Will man da noch sagen? 89. Minute. Wiesinger. Nicht Weisinger. Schön raus. Da ist der Ball. Jatta. Da ist der Ball. Da ist der Ball auf Jatta wieder. Und in der Mitte. Wo läuft denn die Nummer 10? Wo läuft Kittel denn da hin? Die wollte direkt ins Tor rennen oder was? Was für ein Vollidiot. Entschuldigung, aber egal. 5:1. Mensch. Kann man so annehmen. Kann man so feiern. Perfekt. Klatsch mal ab. Genau. Sehr schön. Das war... Von da sah es auch nicht ach, eine Elbe aus. Jetzt mal ohne Witz. Krass. Warte mal, was? Hier. Ich will das unbedingt mal... wie macht man das? Kann man eine Zeitlupe machen nochmal? L3. Okay, ausblenden. Was passiert da? Ich kann mir nicht helfen, aber ich finde... Ist das ein Elfer, Alter? Das ist der Schuss geblockt, Alter. Ich kann doch nichts...
Ja, ich weiß nicht. Ich fand, das war kein Elfer, aber gut. Ei, da hat sich Dings Hack noch durchgesetzt gerade so. Und dieser Schuss war halt auch sehr schön. Und Winsheimer hat zweimal getroffen. Mensch, nach wunderschöner Vorarbeit von Jatta. Boom. Und dann nochmal hier. Schön, nach wunderbarer Vorarbeit von Romario. Romario Barro. Der macht mich doch froh. Interview nach dem Spiel, denn uns wird das sonst zu viel. Wer war vor uns alles da? Ich weiß es nicht. Ich weiß also nicht, auf welchem Tabellenplatz wir da landen, liebe Freunde. Ich hoffe doch auf den guten. Danke, dass Sie für ein kurzes Winsheimer hat heute 2 Tore gemacht. Insgesamt eine tolle Leistung, mein Freund. Wir haben's drauf. Warum ist die Moral so schlecht? Nicht nachlassen, Freunde. Seid glücklich. Kein Ding. So, was haben wir denn da jetzt? 12. Könnte auch schlechter sein, ne? Ich will es ja nur sagen. Anfang der Saison 0 Punkte, 5 Spiele lang oder so. Aber, naja. Überragende Leistungen von Robin Hack. Das kann möglich sein. Der gute Junge ist ja auch ein Spitzenspieler. Ich habe jede Menge Spaß, sagt der gute Jatta. Und das glaube ich ihnen auch, aufs Wort. Und unser nächstes Spiel ist gegen Schalke. Mal gucken, wo die hier in dieser Tabelle rumlungern, weil die werden ja wahrscheinlich hier nicht so schlecht dastehen. Na, Bochum nur 4 Punkte. Wir sind denen echt komplett enteilt. Komplett enteilt hier. Und Gladbach 1., das freut mich persönlich. Bayern 2., Dortmund 3., Wolfsburg da, Schalke 6. Mit einem Sieg könnten wir relativ nah an Schalke ranrücken und uns freuen. Also, liebe Freunde, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Also, ciao!